ist daheim. Servus, Toni. Was ist das für ein Chip? Den kriegt man, wenn man länger trocken ist. Bis gestern, das hat mich echt aus der Bahn geworfen. Andererseits, vielleicht hörst du einfach mal an, was er so zum Song hat. Ich treff mich mit meinem Vater. Jetzt doch. Hast du das gut überlegt? Ja. Ich finde das keine gute Idee. Der enttäuscht sie doch bloß wieder. Toni, bitte. Hey, Toni, du. Das tut mir wahnsinnig leid, was ich dir und der Mama angetan habe. Aber das mal. Das mal pack ich's, das verspreche ich dir. Ein bisschen habe ich gehofft, dass das mal was anders von dir kommt. Aber die alte Leier, die habe ich schon tausendmal gehört. Die zieht bei mir einfach nimmer. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen. Er wird die anschauen und dir sagen. Daheim ist daheim. Such mir nicht und ruf mir auch nicht an. Mach am besten nix. Zahlen. Oh, cool. Mhm. Gut, dann macht's 2,70 bitte. Stimmt so. Danke. Dann an China Doppel. Das Gleiche. Toni, was kann ich denn machen, dass wir zwar wieder mehr zueinander finden? Du bist doch meine Tochter. Mein Bus geht. Toni, jetzt gib mir halt noch eine Chance. Eine einzige. Mach's gut. Grüß dich. Ja, grüß dich. Kommst du genau richtig? Hm? Jetzt haben Uschi und Hubert gerade die Klo abgeholt. Und jetzt freue ich mich auf einen wunderschönen Abend mit dir. Du kommst nachher am stressigen Tag heim und dann schaut der Herrin aus wie in einem Saustall. Also bitte, das ist doch kein Saustall, das ist eine Ritterburg. Da hat gerade noch die Prinzessin und der Prinz gewohnt. Und das hier war der Märchenwald und da hat die böse Hexe gelebt. Ja, da meine ich, hat die kleine Prinzessin dem Ritter aber ganz schön eingekürzt. Ja, das kannst du laut sagen. Haben Sie dir recht ratzt in der Arbeit, hä? Ja, das kann man so sagen. Zuerst geht die Kaffeemaschine kaputt, wo ich einem Kunden eine Tasse Kaffee anbieten wollte. Dann habe ich den Quartalsbericht nicht gefunden, weil der falsch eingeordnet war, bis ich das dann gemerkt habe. Und dann ruft Moni an, 100.000 Mal wegen diesem Landfrauentreff. Jesus Maria, okay, das sind doch bloß Kleinigkeiten. Das wird doch nicht so schlimm gewesen sein. Das sagt der, der gerade aus dem Urlaub zurückgekommen ist, von Griechenland. Ja, das meine ich, auch nicht schon ein bisschen Urlaub, hä? Was soll denn das heißen? Das heißt genau das, was ich sag. Weißt du was, du kannst meinen Schuh aufblasen. Dankeschön. Ja gut, dann meine ich, geh jetzt besser in meinen Zirkuswagen. Willst du jetzt gehen? Ja, Entschuldigung, aber ich habe nicht das Gefühl, dass dich meine Anwesenheit recht viel glücklicher macht. Dann schlafe ich lieber bei mir und dann sehen wir uns morgen, wenn wir nach Bayerkofen fahren. Für dich. Ja. Lass mich nur allein. Bastelst du immer noch an deinem österreichischen Überraschungsamt? Mhm. Du wirst sehen, der Punderwirt wird sich in eine österreichische Festung verwandeln. Essen, Live-Musik, alles made in Austria. Oh je, mir reizt jetzt schon, dass ich es im ganzen Jahr gesagt habe. Das wird bestimmt eine harte Arbeit. Wird's überhaupt nicht. Wie oft soll er das eigentlich nur sagen, dass du damit überhaupt nichts zu tun hast? Du kannst dich voll entspannt zurückklammern. Ich übernehme alles. Und ich habe so einen guten Wein verstellt. Abgeräume schon voll. Und was für einen? Ich weiß nicht. Aber der Witz eines Überraschungsabends ist die Überraschung.
Aha. Mhm. Aber Patrick, den hast du schon eingeweiht, oder wie? Du, ja, der Patrick hilft mir beim Buffet. Ich mein. Aber ein bisschen was kannst du mir doch verzeihen. Ich darf für die Information erzählen. Sagen wir mit einem Puzzle. Zwei? Bei drei denke ich vielleicht drüber nach. Und? Na. Servus. Hallo, grüß dich. Bist du da? Tut mir leid, dass es länger dauert hat. Ich hab nach dem Treffen mit meinem Vater ein bisschen frische Luft gebraucht. Wie ist es denn gelaufen? Gleich so schlimm. Ich hab halt gehofft, dass es sich irgendwie geändert hat. Aber nachdem er dann die gleichen Sprüche auspackt hat wie immer, dass es ihm wahnsinnig leid tut. Und jetzt schiebt er auch noch mir den schwarzen B dazu. Ich soll ihm sagen, was wir machen können, damit wir uns wieder besser verstehen. Jetzt komm, hock dir mal her da, diese Kleinigkeit. Als ob es an mir liegt, dass wir keine Familie mehr sind. Mit dem bin ich durch. Endgültig. Ich hab dir gleich gesagt, das ist keine gute Idee, wenn sie sich mit ihrem Vater trifft. Ja. Hm. Ah, Fanny, du, ich brauche ja dringend einen Koriander fürs Catering. Meiner ist mir ausgegangen. Kein Problem. Was hast denn du da? Nix. Ah, ich verstehe schon. Für einen österreichischen Abend und ganz streng geheim, ja, oder? Und das soll es bitte auch bleiben. Na ja, dann darf ich an deiner Stelle die Mitwisser mit einem fürstlichen Schweigegeld entlohnen. Du? Mhm. Und noch einen kleinen Schluck. Und? Mhm. Der ist super. So jung und spritzig und der Körper erst. Tja, ist auch ein Oberösterreicher. Von welchem Mannsbolder redet ihr schon wieder? Ach so, das ist ein Wein. Der will einen Schluck probieren. Oh, schnell nicht, dass der Gregor noch einer kommt. Mhm. Okay. Ach, super. Mhm. Schmeckt mal ganz nach einem, ja, nach einem jungen Welser. Ah, richtig. Gut, kannst lesen. Mhm. Danke dir, gell? Ja, gerne. Was hättest du denn gern? Ein paar Pralinen bräuchte ich, damit die Rosi ein bisschen besser draufkommt. Auwe, hast du was verbrochen? Nein, aber so schlecht gelaunt, wie die letzten Tage heimgekommen ist, das hält da keiner mehr aus. Die da die empfehlen, das sind mir die Liebsten. Aha. Ich mach da nur ein Schleifel drumherum, das macht was her und du sammelst Pluspunkte. Das ist lieb. Ich schau, ob ich eins finde. Alles klar. Dumbi, grüß dich. Lange nicht gesehen. Was treibt denn die nach Langsing? Ja, ich war vor Arbeit. Noch kurz in Morgenmesse. Wir haben ja auch schon lange nichts mehr miteinander unternommen, gell? Du und deine Wohnung in Bayerkofen musst du mir mal sagen, der neue. Gern. Ist was passiert, Dumbi? Also die Tür zu meinem Zirkuswagen steht da jederzeit offen, wenn du drehen magst. Danke. Reden wäre wirklich gut. Aber ich kann erst heute Nachmittag. Hast du da Zeit? Heute Nachmittag. Ja, wiederhören. Jetzt kann die Firma wegen der jährlichen Elektrogeräteprüfung wieder keinen Techniker vorbeischicken. So schlimm ist doch das auch nicht, oder? Doch, das ist schon schlimm. Weil dann war ich heute nicht so früh hergekommen und ich hätte in Ruhe daheim frühstücken können. Herr Kirchleitner, hätten Sie kurz Zeit? Ich brauche jetzt den Brauraum. Ich bin in 5 Minuten da. Oh, das auch noch. Kann ich Ihnen irgendwas Gutes da, Frau Kirchleitner? Ah, das passt schon.
Ich hol mir jetzt erst einmal einen Kaffee. Sie wissen schon, dass die Maschine gerade in der Reparatur ist. Ich glaube, jetzt lassen wir die mal ein paar Minuten allein. Ja. Sascha, grüß dich. Schön, dass du anrufst. Ja, grüß dich. Wie geht's dir denn? Es scheint, als würde der gestrige Tag kein Ende nimmt. Was gibt's? Ja, es ist mir zwar unangenehm, aber sag mal, kann man den. Also, das Treffen heute Nachmittag von uns, kann man das ein bisschen nach hinten verschieben? Ach, Sascha, muss das sein? Weißt du, ich habe einen Atomweg gerade getroffen und. Nein. Mach doch, was du willst. Ich meine, wenn dir der Atombi wichtiger ist wie ich, bitte. Und du jetzt für mich selber was. Also, servus. Grüß dich. Wo bist denn du schon wieder mit deinen Gedanken? Du musst heute gar nicht arbeiten. Na, erst später. Ah, du, da fällt mir ein. Nächste Woche ist das Street-Basketball-Turnier in Emmerswirt und da wollte ich gerne mitmachen. Wie schaut's aus? Kommst du rein, schaust zu? Ist das was Gescheites? Ja, freilich, sonst darf ich doch nicht mitmachen. wie ist denn das Treffen gestern mit deinem Papa verlaufen? Sagt's mal, wer Karten aus Kanada geschickt hat. Ah, ich darf mal sagen, dass die Auswahl jetzt wahrscheinlich nicht so groß, gell? Ja, aber diesmal hat er ganz tief in die Sparwitzkisten eingegriffen. Also, pass auf. Dann haben wir Urinprobe und ein amerikanisches Bier gemeinsam. Den Geschmack. Steht da irgendwas Lustiges drin? Die Karten sind florid. Mhm. Ja. Kann mir einer von euch die Zeichnung da erklären? Vielleicht ist das ja selber. Am Ende schon. Freund oder sie ja. Aber warum hat er ein Geweih aufschauen? Also. Macht's. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Glaubst du, er hätte sich da dafür interessiert? Na. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat mich ganz allein daheim hocken lassen. Gerade wo er ihn braucht hätte. Und heute ist er anscheinend lieber mit einer Atombe beieinander. Das ist gar nicht typisch für ihn. Hast du ihnen einen Grund dafür gegeben? Ja, ein bisschen angefahren habe ich. Ja, das muss er vertragen. Er ist ja nicht aus Zucker. Ja, aber ich meine, er kann ja nichts dafür, dass du so einen schlechten Tag gehabt hast, oder? Hilft er mir jetzt vielleicht auch noch? Nein, aber ich will nur sagen, man darf immer seine schlechte Laune an jemand anderen auslassen. Ja, hast du eigentlich recht. Ah. Und was soll ich jetzt machen? Entschuldigen? Ich meine. Ganz ehrlich, das wirkt schon manchmal wahre Wunder. Mach die Augen zu, entspann dich und überleg dir was, hm? Die Nachspeisen für das Buffet heute auf Nacht sind fertig. Ah, du, Patrick, geh mal her. Was weißt du über diesen ominösen österreichischen Abend von der Fanny? Jetzt komm, ein klitzekleines Detail. Immerhin bin ich der Chef. Also gut, sagen wir es mal so, ich hab bloß mitgekriegt, weil die Fanny von einem jungen Welser geschwärmt hat. Ob's damit jetzt aber die Musiker oder wen anders gemeint hat, das weiß ich nicht. Ah ja, aber einen Körper soll er haben. Moment mal, was meinst du damit geschwärmt? Naja, geschwärmt halt. Ja, aber meinst du jetzt geschwärmt oder geschwärmt? Jetzt lass doch halt nicht alles aus der Nase ziehen. Ich hab dir eh schon viel zu früh erzählt. Du, wenn's mehr wissen willst, dann fragst einfach die Fanny. Ja? Da hast du bestimmt verehrt. Ja, kann schon sein. Oder auch nicht. Jung und spritzig soll er sein. Das weiß ich.
dir der Ketten rausgesprungen. Ja, und es ist immer so schwer, die wieder neu zu kriegen. Ja, warte mal, das kriegen wir schon. So, also schau mal her. Du setzt die Ketten da auf den unteren Zahnkranz drauf. Drehst gleichzeitig das Pedal um. Schau. Und schwuppdiwupp läuft dein Rad wieder wie ein Einser. Sie sind ja super. Dankeschön. Kein Problem. Aber da renn dich fein nicht, gell? Das gleiche kannte zu Erna Asung. Ach so, ja. Also dann. Wird Erna. Ja, mach's gut. Ciao. Eha, hat die feindliche Übernahme schon begonnen? Das Gebiet ist bereits besetzt. Du, der Musiker, den du engagiert hast, der schlagt wohl ab, als sein Lager bei uns aufhängt. Ja, frühestens in einer Stunde ist er da. Wieso fragst du? Bloß so. Wie lange kennst du den eigentlich schon? Den Erich? Hm. Ach, eigentlich ist er Freund aus meiner Jugend. Wir haben schon so lange wieder gesehen und irgendwie schaffen wir es nie. Ich freue mich schon richtig. Wir haben wirklich so viele besondere Momente schon miteinander erlebt. Ein bisschen musst du nur gedulden. Dann wirst du schon wissen, was ich meine, wenn er da ist. Fanny, kommst du mal bitte schnell, brauche dich. Ja, ich bin schon unterwegs. Kannst du bitte weitermachen, sei so lieb. Ah, und könntest du bitte ein bisschen freundlicher schauen? Wir wollen auch keinen schlechten Eindruck hinterlassen, wenn der Erich gleich kommt. Okay? Das kennen wir dem Erich natürlich nicht, oder? Tut mir wirklich aufrichtig leid mit dem Cousin, Dumbi. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Du musst nichts sagen. Ja? Oh, Sascha, grüß dich. Oh, das ist ein Wetter da draußen. Oh. Störe ich? Schon okay. Sitz dich näher. Dumbi, sein Cousin ist ums Leben gekommen. Was? Er war in einem Flüchtlingsboot, das im Mittelmeer gekentert ist. Er ist ertrunken. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Jimon tot ist. Erst vor kurzem haben wir noch telefoniert. Er hat noch einen Platz auf Boot bekommen. Es wäre fast ohne ihn gefahren. Und gerade wo er gemeint hat, dass er es geschafft hat, ne? Ich sollte jetzt gehen. Zu spät. Meine Frau wartet schon. Danke für alles. Jederzeit, Herr Dumbi. Jederzeit. Ciao. Ja. Danke. Kopf hoch, gell? Ja. Wir machen die Backe jetzt auch gleich, gell? Es wird ziemlich zapfig heute Nacht. Aber rausputzt. Da sagst du nichts mehr, gell? Ist ja ein besonderer Abend für mich. Ja, das merke ich. Du kommst ja schon den ganzen Tag aus dem Singen nicht mehr raus. Na mal, die hat einfach gut drauf. So, jetzt tief noch in Patrick und schau, wo es passt im Buffet. Lass dich, was haben wir? Ist schon ein bisschen was zum Tag. Gut, passt. Scheinbar steht dieser Musiker ganz schön hoch im Kurs bei ihrer. Was Gute, Herrn. Herr Sinner. Hallo. Sant Erich ist mein Name.
Brunner, Gregor? Ist die Fanny auch da? Ja, ich wusste, dass ich da stimmen kann. Jetzt haben wir uns aber schon lange nicht mehr gesehen. Aber wirklich? Du, ich hab dir da einen mitgebracht. Da Franzi, wie ein Narisch. Grüß dich. Hallo. Wie geht's dir da noch einmal? Ich meine, echt, weiß ich. Geht's mir doppelt so gut. Hey, schön, dass du da seid. Wir freuen uns auch. Na, so jung und spritzig schaut mir der aber nicht mehr aus. Ja, vielleicht hab ich mich doch täuscht. Gut. Gregor, zwei Weinschalen bitte. Ja, ja, klar. Sag mal, was ist denn heute los mit dir? Du bist die ganze Zeit schon so komisch. Nix, sag schon. Der Gregor, der war bloß ein bisschen eifersüchtig, weil er gemeint hat, du schwärmst für einen jungen, spritzigen Typen aus Wales. Aha. Ein bisschen Depp, das weißt du schon, gell? Ich stehe auf einen Börser. Auf einen jungen Börser. Der Wein? Komm her. Na, warte, das kriegst du zurück. Ja, mir geht's viel gut da heraus. Ja. Du, Trixi hat gemeint, wenn du Lust hast auf den österreichischen Abend, dann darf sie mit dir daheim bleiben. Das muss nicht. Ja, aber du willst ja bestimmt in der Laderhom hocken, hä? Vielleicht können wir ja einen Film schauen, die Trixi und ich. Ich glaube, das macht sie echt gern. Und wenn du willst, dann bleib ich auch da. Das ist lieb, aber ich will nicht, dass ihr wegen mir alle daheim hockt. Wir können ja was anderes machen. Ausnahmsweise darf ich mich sogar auf eine Tierschutzaktion einlassen. Was weiß ich, zum Beispiel Frösche aufklammen und über die Landstraße schmeißen. Andermal vielleicht. Toni, ich weiß, das mit deinem Vater, das ist gerade nicht leicht für dich. Aber denk nicht so viel drüber nach. Es macht dich bloß verrückt. Passt schon. Mir geht's gut. Also, wenn du Lust hast, der Brunnerwirt ist ja nicht weit weg. Sonst viel Spaß euch. Danke. Dir auch. So ein echter Schauch. Hervorragend. Oh, gern. Aber schmeckt's Essen gleich dreimal so gut. Ja, dann schlagt's zu mir in der Küche noch einen Haufen Nachschub. Was geht's denn jetzt schon zur Stadelparty? Ja, was heißt denn da jetzt schon? Bis wir dort sind, ist die Buden gerade mit voll. Ja, freilich, wir wollen ja nichts verpassen und außerdem ist das Taxi schon da. Also, auf geht's. Ja, also viel Spaß, gell? Viel Spaß. So. Ich muss langsam einmal wieder los zu meiner Frau haben. Nein, warte, hey, bitte bleib noch einen Moment, bitte. Es gibt noch eine kleine Überraschung. Okay. Sei so lieb, setz dich nur einmal. ihr lieben Leute, also, ihr da hinten, wollt zum Beispiel eine Viererzimmer zu uns, bitte. Dankeschön. Ich will mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Es freut mich wirklich voll. Ich war mir nicht so ganz sicher, wie das Österreich-Motto bei euch ankommen wird. Ja, ein bisschen skeptisch sind wir ja schon gewesen, gell? Ja, das haben wir schon gedacht. Aber die letzte Skepsis hat euch hoffentlich meine Musiker genommen, oder? Ja, an der Stelle würde ich mal sagen, einen ganz warmen Applaus für die zwei, oder? Ja. Für den Applaus bedanken wir uns auch recht herzlich. Wir freuen uns wirklich, dass wir da sein dürfen. Und ich sage damals, was war eigentlich eine Musi ohne Gesang? Und Fanny, ich darf dich bitten, auf die Bühne sozusagen ja. Jetzt. Danke, aber warte mal. Bevor wir singen, möchte ich noch was sagen, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich möchte einen ganz besonderen Menschen danken, ohne dem der Abend für mich und für uns alle gar nicht möglich gewesen war. Gregor? Das Lidl ist jetzt für dich. Also, Bub, spitz auf! Du hast schon Glück gehabt, dass du eine hast wie Fanny, hä? Ich weiß. Und schwarze Brot.
Sag mal, hättest du noch Lust, dass wir zu dem österreichischen Abend im Brunner weggingen? Ach, ich glaube, ich lasse heute ein bisschen ruhiger angehen. Wie war es denn in der Arbeit? War es wieder so schlimm? Nein, es war schon ein bisschen besser. Ich jammert über eine kaputte Kaffeemaschine umeinander, über falsch abgeheftete Unterlagen und dabei fällt mir gar nicht auf, wie gut es mir eigentlich geht. Ich meine, wir sitzen hier im Trocknen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben unser Glas Wein in der Hand. Ja. Also müssen uns vor nichts fürchten. Wenn wir hier jammern, dann ist es wirklich auf hohem Niveau. Und manchmal vergisst man das. Genau, deswegen ist es gut, dass man die andere Seite einmal sieht. Aber das nächste Mal suchst du ein anderes Opfer zum Dampf ablassen, gell? Ein bisschen was musst du aushalten. So. Herz gesungen, die Fanny, gell? Und auch wenn es nicht ganz ihre Musik war, da haben der Patrick und die Kathi was verpasst. Naja, die werden halt schon eine richtige Audi haben. Hoffentlich lassen sie es nicht zu sehr krachen. So Stadelfeste, das weiß ich noch von früher, die können manchmal gescheit böse enden. Servus, Toni. Was ist das für ein Chip? Den kriegt man, wenn man länger trocken ist. Bis gestern, das hat mir echt aus der Bank geworfen. Andererseits, vielleicht hörst du einfach mal an, was er so zum Song hat. Ich treffe mich mit meinem Vater. Ach, jetzt doch. Hast du das gut überlegt? Ja. Ich finde das keine gute Idee. Der enttäuscht sie doch bloß wieder. Toni, bitte. Hey, Toni, du, das tut mir wahnsinnig leid, was ich dir und der Mama angetan habe. Aber das mal pack ich's, das verspreche ich dir. Ein bisschen habe ich gehofft, dass das mal was anders von dir kommt. Aber die alte Leier, die habe ich schon tausendmal gehört. Die zieht bei mir einfach nimmer. Da home ist da home, da komm ich her, da will ich wieder hin. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird dir anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin, daheim ist daheim. Besuch mich nicht und ruf mich auch nicht an. Mach am besten nix. Zahlen. Ork, oder? Mhm. Gut, dann macht's 2,70 bitte. Stimmt so. Danke. Dann anscheinend auch noch. Das Gleiche. Toni, was kann ich denn machen, dass wir zwar wieder mehr zueinander finden? Du bist doch meine Tochter. Mein Bus geht. Toni, jetzt gib mir halt noch eine Chance. Eine einzige. Mach's gut. Grüß dich. Ja, grüß dich. Kommst du genau richtig. Hm?
zum Uschi und hab grad die Klo abgeholt. Und jetzt freue ich mich auf einen wunderschönen Abend mit dir. Du kommst nachher am stressigen Tag heim und dann schaut der Herrinner aus wie in einem Saustall. Also bitte, das ist doch kein Saustall, das ist eine Ritterburg. Da hat gerade noch die Prinzessin und der Prinz gewohnt. Und das hier war der Märchenwald und da hat die böse die böse Hexe gelebt. Ja, da meine ich, hat die kleine Prinzessin dem Ritter aber ganz schön eingekürzt. Ja, das kannst du laut sagen. Haben Sie dir recht ratzt in der Arbeit, hä? Ja, das kann man so sagen. Zuerst geht die Kaffeemaschine kaputt, wo ich einem Kunden eine Tasse Kaffee anbieten wollte. Dann habe ich den Quartalsbericht nicht gefunden, weil der falsch eingeordnet war, bis ich das dann gemerkt habe. Und dann ruft Moni an, 100.000 Mal wegen diesem Landfrauentreff. Jesus Maria, okay, das sind doch bloß Kleinigkeiten. Das wird doch nicht so schlimm gewesen sein. Das sagt der, der gerade aus dem Urlaub zurückgekommen ist von Griechenland. Ja, das meine ich, hat ja auch nicht schon ein bisschen Urlaub, hä? Was soll denn das heißen? Das heißt genau das, was ich sag. Weißt du was, du kannst meine Schuhe aufblasen. Dankeschön. Ja gut, dann meine ich, geh jetzt besser in meinen Zirkuswagen. Willst du jetzt gehen? Ja, Entschuldigung, aber ich habe nicht das Gefühl, dass dich meine Anwesenheit recht viel glücklicher macht. Dann schlafe ich lieber bei mir und dann sehen wir uns morgen, wenn wir nach Bayerkofen fahren. Ja. Lass mich noch allein. Bastelst du immer noch an deinem österreichischen Überraschungsamt? Mhm. Du wirst sehen, der Brunnerwirt wird sich in eine österreichische Festung verwandeln. Essen, Live-Musik, alles made in Austria. Oh je, mir reizt jetzt schon, dass ich es im ganzen Jahr gesagt habe. Das wird bestimmt auch verarbeitet. Wird's überhaupt nicht. Wie oft soll er das eigentlich nur sagen, dass du damit überhaupt nichts zu tun hast? Du kannst dich voll entspannt zurückklammern. Ich übernehme alles. Und ich hab so einen guten Wein verstellt. Kann ich schon voll. Und was für einen? Ich weiß nicht. Aber der Witz eines Überraschungsabends ist die Überraschung. Ah. Mhm. Aber Patrick, den hast du schon eingeweiht, oder wie? Du, ja, der Patrick hilft mir beim Buffet. Ich mein. Aber ein bisschen was kannst du mir doch verzeihen. Ich darf für die Information erzeugen. Sagen wir mit einem Puzzle. Zwei? Bei drei denke ich vielleicht drüber nach. Und?